So, fangen wir mal an mit dem Kuori. Ich habe zwei Routen rausgeworfen hier am Kuori auf Kuori-Fältchen. Wir gehen also jetzt rein hier an die Kuori-Aufgaben vom Neujahrsevent, von den Herausforderungen. Und ja, ich war noch gar nicht am Kuori, deswegen kann ich jetzt hier schön eins nach dem anderen abarbeiten. Und als erstes gehe ich natürlich jetzt erstmal aufs Kuori-Fältchen. Eine der klassischen Positionen ist ja hier an der Seite vom Kuori und wir gucken mal, ob das da klappt. Ja, und ich habe gerade nochmal schön reingeguckt. Im Discord steht auch alles nochmal schön beschrieben hier. Baitcast hat das zuletzt auch nochmal gepostet zum Kuori-Fältchen. Eintagsfliege, Steinfliegenlarve hatte er in Kombination. Ich würde sagen, primär würde ich die Steinfliegenlarve nehmen, wenn man halt nur einen Köder verwenden kann. Also schön auf Steinfliege oder eben Doppelsteinfliege sollte auch eigentlich ganz gut funktionieren. Eintagsfliege und Steinfliege hat für ihn auch funktioniert. Perfekt. Hakengröße, ich sehe gerade einen Sechser. Sollte ich, glaube ich, auch haben. Jawohl, habe ich noch zuletzt vom Belayar-Angeln. Und ich bin hier sogar nur mit 6,9 Kilo unterwegs. Relativ fein. Erstmal ausgeworfen. Und jetzt gucken wir mal, was da geht. Ich war gerade schon ein paar Meter weiter vor. Ich habe das so ein bisschen aus Erinnerung raus. Habe ich mich schon mal hingestellt. Hier auch groß in der Ecke. Oder so grob. Und das war ja noch nicht weit genug. Ich muss ein bisschen weiter hier halt runterlaufen. Ich zeige es auch gleich auf der Map. Und dann auch locker raus. Erster Fisch ist drin. Gucken wir mal, ob es jetzt irgendwie ein Fältchen ist oder eine Sefo. Es ist das erste Fältchen. Sehr schön. 680 Gramm. Lohnt sich übrigens auch silbermäßig. Ne? Wenn man da mal so ein bisschen Bock drauf hat, kann man das ganz gut machen. Ich werfe einfach so aus dem Handgelenk gerade raus. Das sind 15 Meter vielleicht, also so einfach locker rausgeworfen von der Position. Wir sind hier fast am Ende der Map, wo man nicht weiterlaufen kann. Da vorne ist Ende und hier in dem Bereich eben einmal rumlaufen vom Hafen aus. Komplett eben hier einmal herum zu dem ollen Busch hier, zu dem Stacheligen. Also, und dann eben locker ausgeworfen. 1,50 Meter Tiefe, 1,40 Meter Tiefe habe ich jetzt beides drauf. Wie gesagt, 6er Haken und gar nicht so dick reingehen. Ein bisschen vorsichtig würde ich sein mit, mit den Metern an Schnur, die ihr so habt. Denn es kann auch durchaus sein, dass ihr mal so eine Seeforelle reinballert. Auch eine große Seeforelle. Und ja, die können dann schon mal richtig steil gehen. Die ziehen euch dann im schlimmsten Fall auch leer. Also nicht ganz so super fein rein, also ne, relativ fein. Ne? Ich bin jetzt mit 6 bis 9 Kilo, könnte doch eigentlich funktionieren. Wenn ihr sagt, ah, ich will da noch feiner reingehen, auch einfach mal testen, aber dann auf jeden Fall deutlich mehr Schnur auf den Routen haben. Also das testen, jetzt gucke ich gerade nochmal nach. Es gibt eigentlich noch einen weiteren Spot. Mal eben schauen, ob den irgendwer schon gepostet hat. Eine weitere Möglichkeit ist eben hier oben. Und dann hier in die Richtung werfen. Aber so ungefähr auf die Hälfte. Ich schaue gerade mal eben durchs Discord, ob es da was gibt. Ich glaube, schon länger nicht mehr gesehen. Die letzten Meldungen von der Regenbogenforelle, die muss ich auch noch absolvieren. Die letzten Meldungen Regenbogenforelle waren natürlich hier einfach schleppen, 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 schleppen. Ich gucke mir gerade noch mal eben an, welche Köder das waren. Schleppen mit dem Aggressor. Da gab es die Regenbogenforelle, gepostet hat es der Kasimir, genau, von gestern auch, also recht aktuell das Ganze. Relativ kleines Vorfach hier, ja, 17 Kilo sogar, also recht groß, könnte man sogar noch deutlich feiner reingehen, wenn ich mir das Setup so ansehe, könnte man deutlich feiner reingehen, sollte man vielleicht sogar feiner reingehen, aber es passt bestimmt auch. Aggressor 35003 hat da geliefert. Andere Möglichkeit, die auch immer wieder ganz gut funktioniert für die Regenbogenforelle, ist einmal hier die Area. Relativ grob, also hier, beziehungsweise wenn man hier lang schleppt, hier geht auch immer mal wieder die Regenbogenforelle rein. Und was ich als erstes testen werde, ist gleich hier in der Area, einfach hier am 13 Meter. Ich werde mich hier oben hinstellen und dann das 13 Meter Loch abwerfen mit Spinnern und mit Topwatern, alles was es so gibt.
Wenn ihr das noch nicht könnt, ich würde primär, glaube ich, das Ganze eben hier mit so Mittelklasse-Spinnern testen. Also so um die 8 Gramm herum. 8 bis vielleicht 12 Gramm, wobei 12 Gramm schon viel ist. Ich denke mal so am ehesten um die 8 Gramm Spinner sollten hiermit am besten funktionieren. Bedeutet also, wenn ihr so ein bisschen schleppen wollt, einfach hier eben in der Area oppala, durchziehen und schleppen. Und da ist doch noch was dran und es ist auch noch gehakt. Das ist gut. Hoffentlich das Fältchen, das wäre nicht so schlecht. Boah, Seesaibling mit 3,3. Nicht schlecht. Das war auch relativ knapp vom Gewicht. So, wieder locker raus damit. 1,50 Meter Tiefe. Und weiter rumprobieren. Ja, das Rumprobieren, das wird jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich nutze die Zeit zwischendurch und hole mir hier einfach schon mal mein drittes Setup. Gerade noch hier an der Belaya gewesen mit der weißen Maus und den Timen abgehakt. Und jetzt gehen wir mal hier auf Hunter-Köder. Ganz klassisch. Und ich nehme jetzt hier mal die Hunter-Größe in 2. Nicht die 1er, sondern nur die 2er. Ein bisschen kleiner. Und ich glaube, ich nehme mal erstmal hier diesen. Und ich werfe hier... Ich glaube, ich werfe mal hier grob in diese Richtung zu den Löchern. Denn das Schöne ist, mit den... Oh, naja, das ist, glaube ich, zu leicht, ne? Muss ich vielleicht doch die größeren nehmen. Einfach hier so ein bisschen durchspielen und durchziehen. Zwei Posen draußen, einmal hier aktiv mit dem Spinning und dann natürlich, wie man das halt so schön macht, gerade hier am Koori klappt das gut, so Stop-and-Go-Führung, also dreimal kurbeln, bisschen absinken lassen, 1, 2, 3, vielleicht wieder ein bisschen absinken lassen. Da haben wir dann hier schon Jig gehabt, hier ist es schon ein bisschen flacher wieder. Aber dann einfach hier locker durchziehen. Ich werde gleich nochmal ein bisschen die anderen Köder testen, gerade jetzt hier in den Abendstunden. Mal gucken, ob da noch was anderes reingeht. Gehen wir doch nochmal auf den Hunter 1. Denn wir brauchen ja eigentlich nur noch... Wir gehen mal eben gleich die Aufgaben durch, würde ich sagen. Machen wir das mal als erstes. Also, Koori. Ich glaube auch ab der 4. Ist das ab der 4? Moskito, jawohl. Dann ist es ab der 4. Also, Premium 4. Alte Festung muss ich noch machen. Koori. Ein Gewicht von 3 Kilo. Also eine Pelletmarine. Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da bin ich auch super gespannt, wo denn die Pelletmarine reingehen könnte. So, kurzer Blick hier im Discord in den Bereich Neujahrsherausforderung. Hier ist jetzt die Rubrik Premium Aufgabe 7. Und da sehen wir auch schon erste Pose. Das ist quasi genau hier, Alden. Ist das genau hier? 33,91 ist genau hier tatsächlich. Also an der gleichen Stelle geht auch die Pelletmarine rein. Das ist natürlich super. Ja, erster Beitrag nicht ganz so ergiebig. Denn der Köder ist abgeschnitten. Nice try. Nächster Beitrag ist auf... Steinfliege und Eintagsfliege. Ah, okay. Daher wahrscheinlich auch der andere Beitrag zum Koori-Fältchen. Also Steinfliege, Eintagsfliege. 8 bis 10 Meter weit rausgeworfen. 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Der Chris schreibt das. Chris MD hat da rausgezogen. Das ist doch top. Das kann man doch machen. Und ich denke auch gleich hier in den Morgenstunden, weißt du was? Ich ziehe jetzt gleich hier ein bisschen noch durch mit Spinning und werde mich dann gleich... So gegen 4 Uhr morgens, 3 Uhr, 4 Uhr morgens, es wird ziemlich schnell wieder hell hier. Einfach nochmal mit 3 Posen hier hinstellen und einfach hier vorne nochmal eine Pose platzieren. Ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch mit Spinning. Oh! Nicht gehakt, Alter, zu spät gesehen. Und dann gucken wir mal, was hier geht und ob hier die ganzen Maränen, Pelletmaräne und das Koori-Fältchen, ob die hier reingehen. Na, ist das der gesuchte Brocken? Da ist sie. Die Pelletmarine ist jetzt doch reingegangen. Ich bin noch mal minimal ein bisschen weiter rechts rüber gegangen. Also tendenziell eher in diese Richtung geworfen. Nicht so mehr Richtung Haus, sondern hier rüber. Und hat funktioniert auf 1,40 Meter Tiefe.
1,40 Meter locker rausgeworfen. Ungefähr so auf 12 Meter. Das hatten wir ja gerade schon raus. Und ja, von der Position her die klassische Stelle eben, wo auch das Koori-Fältchen reingeht. Jetzt fehlt mir allerdings noch das Koori-Fältchen. Jede Menge Pellets, hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so gut hier abgeht. Das war ja tatsächlich meine größte Sorge hier. Pellet-Marine habe ich schon echt gedacht, oh mein Gott, wie soll das gehen? Ja, geht. Gar nicht so schlecht. Jetzt, wie gesagt, in dem Fall Viererhaken groß. Einfach nochmal ein bisschen größer reingegangen. Und ich glaube, jetzt baue ich aber gleich wieder zurück auf den Sechserhaken, denn das Koori-Fältchen hat eigentlich ganz gut mit dem Sechserhaken funktioniert. Auch da brauche ich jetzt noch ein bisschen Sitzfleisch und dann klappt das. Auch noch ein großer Unterschied, was ich gemerkt habe, die gesamten Vormittagsstunden waren eher bewölkt, tot, fast gar nichts, ging überhaupt nicht. Sonnenschein kam raus, auf einmal ging es sofort los. Zack, zack, zack. Aaland ging rein, hier jetzt gerade die letzten paar Minuten. Zack, Pelletmarine, Pelletmarine, Aaland, Seewarnforelle. Und davor, wie gesagt, war ein bisschen Flaute, da ging einfach nichts. Also, es geht tatsächlich oder offensichtlich bei ein bisschen besserem Wetter ein bisschen mehr hier auf die Posen. Und dann, wie gesagt, hier auf Steinfliege. Und Köcherfliege, wie gesagt, bisher bei mir hauptsächlich dann auch immer wieder die ollen Zwergmarinen drauf. Nicht so cool, aber vielleicht hat man ja auch Glück. Also eine Rute auf Steinfliege, auf Köcherfliege würde ich glaube ich lassen auch. Und zwei mit Steinfliege. Und dann gucken, was geht. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal eben rein. Haben wir hier nochmal einen Unterschied? Nee, schnurmäßig kein Unterschied. Denn ich hatte die ganze Zeit kaum noch Bisse auf der Rute 1. Da ging kaum noch was. Dafür eben immer hier auf diesen beiden. Und tatsächlich auch tendenziell die kleineren auf diese Eintagsfliege. Also immer wieder die etwas kleineren. Ich baue jetzt hier wieder zurück auf das Koori-Fältchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim Schleppen. Das heißt, ich gehe jetzt gleich aufs Wasser und schleppe. So, ab ins Boot und nochmal ganz kurzer Blick in den Kescher. Also super, super krass, wie viel Pelletmarinen da reingehen. Jetzt muss ich tatsächlich noch ein bisschen das Koori-Fältchen suchen, aber das mache ich jetzt die Tage. Jetzt wird erstmal geschleppt auf Regenbogenforelle und Seeforelle. Wir gucken nochmal eben kurz rein. Was haben wir denn hier? Das Koori-Fältchen mit 1 Kilo wird reingehen, mache ich mir gar keine Sorgen. Gleicher Spot oder eben der Spot am Campingplatz. Fang am Koori, Regenbogenforelle und Seeforelle mit einem Gewicht von 3 Kilo. Packen wir auch, das machen wir jetzt. Und was haben wir hier? Oh, doch noch. Ich brauche ja die olle Zwergmarine. Gar nicht gesehen. Ich brauche ja die olle Zwergmarine mit 350 Gramm. Kriegen wir aber auch hin. Das Teil holen wir uns ja entweder beim Schleppen. Kann durchaus sein, dass sie beim Schleppen einfach reingehen. Die Zwergmarine 350 Gramm. Möglich ist es. Oder dann nochmal auf Eintagsfliegenlarve. Haben wir hier noch was? Das ist der Wels an der Festung. Nö, das war's. Also, das sind die Aufgaben am Koori. Jetzt geht's ins Boot und wir gucken uns das Setup an. So, Sonnenaufgang hier am Koori. Die Routen sind draußen. Einmal hier mit dem Aggressor 02 Heavy Creek und einmal hier mit dem 03er. Ich gucke nochmal eben rein. Genau, der 03er soll ja auch funktionieren. Ich bin super fein hier sogar nochmal unterwegs, hier mit 9,8 Kilo nur. Und eben auch mit den HSV-Rollen. Also wirklich das Ganze ziemlich fein und klein. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier so ein bisschen auf der Bahn bleibe. Ich fahre hier immer mal hier vorne so ein bisschen lang oder mal hier lang. Und dann geht es aber hier trotzdem wieder in die Kurve rein. Und als drittes schmeiße ich auch nochmal weitere Routen raus. Also alles, was man hat, raus damit. Bremse natürlich immer ein bisschen anpassen, dass da nichts abreißt. Hier bin ich ein bisschen dicker mit unterwegs, mit 12 Kilo, damit mir hier, damit ich die aktive Route hier, die ich ja nicht abstellen kann mehr, die muss ich ja schnell einkurbeln und hier teste ich verschiedene Köder. Zum Beispiel die Cranks. Absolute Top-Köder hier sind die Dodger Crank und an für sich eben auch dann hier die 10er-Serie. Wobei ich jetzt überlege, ein bisschen kleiner reinzugehen. Andererseits, weißt du was, wir gehen mal hier auf das Teil. Einserhaken groß, das sieht schon so forellig aus. Vielleicht
triggert das ja. So, ein bisschen weiter auswerfen. Und dann mal gucken. Und jetzt gehe ich hier hart in die Kurve. Bremse ist locker eingestellt. Einfach mal gucken, was geht. Ich hatte gerade schon einen Terminator. Und dann ging hier gerade die Esche auf dem Terminator F706. Auch nicht so schlecht. Ansonsten gucken wir einfach jetzt mal, ob ich hier gleich noch die BAFO ab, die Regenbogenforelle absolvieren kann. Das wäre natürlich nice. Und und natürlich die Seeforelle, wobei ich, mir fällt gerade ein, die Seeforelle hatten wir ja zuletzt noch in einem Video hier an der Stelle am 13er. Aber da gehe ich auch gleich nochmal hin. Ich stelle mich gleich nochmal hin hier ans 13er mit Topwater-Testen, mit Spinnern-Testen, hier einfach die ganze Rinne lang. Da bin ich auch super gespannt. Ich drehe nochmal so zwei Runden hier rum und dann gucken wir mal. Und da geht doch was rein. Ja, hat noch nicht so richtig viel Power, aber ein wenig. Die Bremse ist auch nicht so wirklich, also schön locker eingestellt, damit man das Knattern direkt hört. Gucken wir mal. Aber richtig groß ist es nicht. Nee, mit 9 Kilo Vorfach wäre das ein 3 Kilo Fisch. Da ist richtig Action drauf. Oha, auch wieder hier. Na guck, die nächste Esche. Nicht schlecht, aber nicht Zielfisch. Also direkt wieder raus damit. Und weitermachen. Aggressor 03, die nächste Esche geliefert. Und zack, auch damit direkt wieder raus und weiter testen. Und jetzt auf einmal hier links und rechts. Also hier ein bisschen was Kleineres. Linke Seite auch anscheinend nicht so ganz riesig. Schon wieder die Esche. Das ist ja der Oberhammer. Finde ich aber nicht schlecht. Kann man ja auch mal machen hier. Schön am Koori auf Esche. Und dann bei den nächsten Brocken. Der hat ein bisschen mehr Bock. Bremse war da hoch. Aber auch hier noch nicht richtig groß. Denn, ja, bei weitem noch nicht groß. Hat einfach nur ein bisschen Power. So, nächster Brocken. 1, hat noch nicht gereicht, die Seefo. Aber ich muss sagen, bisher richtig, richtig nice von der Frequenz her in den Morgenstunden. Es geht hier so einiges rein. Zack, 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 im Minutentakt ballern sie rein. Einige Eschen dabei. Super spannend gerade, gar nicht so schlecht. Und das alles eben hier auf leichten, kleinen Wobblern. Und ich fahre hier gerade nur diese Rinne lang und es lübt. So, jetzt gleich hier ein bisschen ordentlich positionieren, dass wir an der richtigen Stelle sind. Und dann bleibe ich erstmal am 13 Meter stehen. Genau. Und dann geht es auf Topwater. Topwater und Spinner. Und dann werden wir mal ein bisschen gucken, ob wir hier an der Stelle nicht auch noch was rauskriegen in Richtung Regenbogenforelle oder eben die Seefo. So, gleich genau den Anker schmeißen oder den Motor ausmachen. Das reicht ja. Ja, ich glaube, das reicht hier. Zack. G drücken. Perfekt. Motor ist aus. Das heißt, wir können dann auch mit Y aufstehen. Und ab geht es. Wenn du Fragen natürlich hast zum Koori, einfach mal in die Playlist gucken zum Koori. Da wird auch alles weit und ausbreitend erklärt. Gerade natürlich auch, wenn man hier noch gar nicht so richtig aktiv war. Man kann auch sehr gut eben hier einfach stehen und durchziehen. Also man muss gar nicht hier die ganze Zeit schleppen. Und auch zum Setup her und wie so ein Setup auszusehen hat und was man hier ungefähr braucht, auch das wird alles erklärt. So, jetzt gucken wir mal eben rein. Ich glaube, ich fange mal an mit dem Belaya Setup, oder? Gehen wir ins Belaya Setup? Ich glaube ja, Belaya Setup. Ich gehe allerdings ein bisschen dicker rein hier auf ungefähr 9 Kilo. Das ist ja schon das Belaya Setup Plus. Auch dazu gibt es ein Short-Video. Einfach mal in die Short-Videos reingucken. Da wird das erklärt, wie man das und was man, mit welchen Rollen man das alles aufwerten kann. Da gibt es unterschiedliche. Und ich fange mal an hier mit den kleinen Topwater-Ködern. Einfach mal gucken. So, grob in die Richtung. Ja, passt. Und da ist schon Biss. Bam! Und es ist sofort Action da. So mog wie dat. Bam, 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 bam. Sensationell. Koori rockt einfach wieder hier. Aber das ist natürlich nicht ideal fürs normale Belaya-Setup. Also wenn man hier mit so 6 Kilo unterwegs ist. Und ausgeschlitzt. Der Schlingel. Das war aber auch schon fast zu erwarten. Richtiger Brocken. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das ist natürlich schon direkt ein gutes Zeichen. Ich hoffe mal nicht, dass das die Regenbogen war. Das wäre ja mies, ey.
Aber das passte schon mal ganz gut. Ich denke mal, es war einfach eine Sefo, ne? Einfach eine Sefo. Ich werfe gleich direkt da vorne nochmal wieder hin. Zack. So ein bisschen schräg rüber. Auswerfen. Genau. Grob in die Richtung. Tempo 50. Und jetzt mit Shift einfach hier locker einmal kurbeln. Zack. Und da haben wir schon wieder Biss. Na, guck. Also, ich bin super gespannt. Werde jetzt hier durchziehen auf Regenbogenforelle und guck auch mal, was da noch weiteres reingeht. Vielleicht geht ja dann eben hier, ja, also ich sag mal, die Sefo wird hier bestimmt reingehen. Regenbogenforelle eben jetzt hier auch an der Stelle einfach testen mit verschiedenen Kunstködern. Und da heißt es einfach tatsächlich stumpf testen. Also verschiedene Farben, wie schon gesagt, am besten so 8 Gramm. Ein bisschen größer, nicht ganz so klein reingehen. Und dann kann man hier tatsächlich auch ganz gut einfach hier langziehen mit Spinnern. Das Ding soll ja nur 3 Kilo schwer sein. Ist tatsächlich schon nicht so einfach. Also Regenbogenforelle, da werde ich mit Sicherheit auch lange für brauchen, bis das Ding reingeht. Es ist einfach so ein Zeitding, ne? Hat man die Zeit und die Muße, das durchzuziehen? Das ist es absolut. Ja, und dann hockt man sich eben hier hin. Ich mache mir da einen ganz entspannten. Vielleicht geht ja die Regenbogenforelle auch noch als Trophy rein. Würde ja nicht so schlecht sein. Nehme ich auch mit. Fehlt mir auch noch. Von daher einfach hier weiter testen. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte durch, ne? Ich glaube, wir haben das Wichtigste durch. Koori-Fältchen hatten wir schon jetzt ausgiebig genug. Das mit der Pelletmarine, die war unnormal gut. Die war aber weiter hier oben. Regenbogen und Sefo mit 3 Kilo ist, wie gesagt, einfach nur ein Ding von der Zeit. Sefo überhaupt kein Problem, wird immer reingehen. Gerade auch in den Bereichen hier vorne, absolut Seeforellen verseucht. Hier, wie gesagt, gibt es ein extra Video zu, auch mit Trophy-Fang dabei. Also das wird schon locker funktionieren mit der Sefo. Regenbogenforelle ist halt ein bisschen tricky. Das wird ein bisschen schwierig. Gerade nochmal eben hier. Zack, reingucken. Ja, hier die Area auch auf jeden Fall testen. Immer wieder gut, auch für die Regenbogenforelle muss ich gleich auch nochmal ein bisschen testen. Und ansonsten hier einfach mit den Aggressor schleppen und rumfahren. Dann hatten wir, das hatten wir durch, Pelletmarine mit 1 Kilo, genau an der gerade gezeigten Stelle. Und damit sind wir durch. Gerade nochmal geschaut. Ja, das ist es eigentlich schon. Das ist es schon. Also, ab an Koori. Es ist ein bisschen tricky, aber ich sehe auch schon die ersten Meldungen einfach nur ausschließlich mit den 3-Tage-Premium komplett durch. Der D-Boy hat es gerade im Discord gepostet, hat hier komplett durchgesuchtet innerhalb der 3 Tage. Herzlichen Glückwunsch, hier ist ein Geschenk für dich und zwar gibt es dann tatsächlich auch nochmal zu 2024 etwas. Das kommt bestimmt ins Haus rein. Also so ein kleines, ja, so eine Auszeichnung sozusagen. Hat er durchgeballert, einfach fertig mit Premium Quest, jawohl. Und dann mit den 3 Tagen Premium einfach komplett abgeschlossen. Abgefahren. Krasses Ding, fettes Petri. Ja, und jetzt an dich. Gas geben, rausziehen. Ich muss auch noch, mir fehlen auch noch ein paar Sachen. Ich habe aber nicht so viel Stress. Ich habe ja eh Dauerpremium oder fast immer wieder Premium drin und nutze quasi auch die ganze Zeit Premium. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so einen Riesenstress. Ich meine, jetzt sind ja auch Premium und Gold gerade im Angebot. Da kann man sich das ja auch noch mal eben gönnen. Aber auch hier, mir fehlen immer noch die Güste auf Stippe und so. Also mir fehlen noch so ein paar Sachen. Aber ich bin im Moment super zufrieden. 17 abgeschlossene von 21, 14 von 21 abgeschlossen. Das wird schon. Kein Stress damit. Rausziehen. Und wir haben auch noch wahnsinnig viel Zeit. Guck mal hier, 26 Tage. Also bis nächstes Jahr. Gar kein Problem. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri.